1973, einem der höchsten jüdischen Feiertage, dem Yom Kippur, beginnt er am Suezkanal einen neuen Krieg gegen Israel. Er wollte Israel nicht besiegen oder besetzen. Er wollte zeigen, dass die arabische Welt sich erheben und Israel Paroli bieten kann. Und am Ende errang er tatsächlich einen politischen Sieg, keinen militärischen. Besiegt wurden die Israelis nicht. Weil der Westen in diesem Krieg Israel unterstützt hat, greifen die arabischen Staaten zur wirksamsten Waffe, die sie besitzen. Sie stoppen ihre Öllieferungen und zeigen dem Westen seine Abhängigkeit von der arabischen Welt. Autofreie Sonntage in Deutschland. Zum ersten Mal wird sich morgen unser Land in eine Fußgängerzone verwandeln. Die Energiekrise trifft auf die ein oder andere Weise alle Industrieländer der westlichen Welt. In der arabischen Welt verlieren in den 70er Jahren die Regierungen zunehmend das Vertrauen ihrer Bevölkerung. Die meisten Araber sind von den importierten Ideen von Kapitalismus und Sozialismus enttäuscht. Viele suchen neue Orientierung im Glauben. Der Islam als arabische Religion wird immer mehr politisch instrumentalisiert. Von der westlichen Lebensweise profitieren nur die Eliten. Reichtum und Wohlstand ist für die Massen kaum zu erreichen. Während für die Mehrheit der Araber Religion Privatsache ist, fordern immer mehr radikale Gruppen den islamischen Staat. Das Gemeinwesen, das der Prophet Mohammed im 7. Jahrhundert in Medina gegründet hat, gilt ihnen als Inbegriff einer gerechten Welt. Der Koran, Gottes Wort, sei der Wegweiser zu einer Welt ohne Ausbeutung und Fremdbestimmung. Man hat also gesagt, al-Islam huwa al-Hal. Der Islam ist die Lösung. Für was? Für alles. Also für die ökonomischen Probleme, für die kulturellen Probleme und Identität, für die Entwicklung, für alles, was mit dem Leben zu tun hat. Der Islam ist die Lösung. Islamismus, radikaler Islam oder islamischer Fundamentalismus. Begriffe für ein Phänomen, das für die westliche Welt nur schwer zu verstehen ist. Viele islamistische Gruppierungen konzentrieren sich zunächst auf Sozialarbeit. Sie richten islamische Krankenhäuser und Schulen ein. In ihrer Radikalität sind die einzelnen Gruppen sehr unterschiedlich. Nur wenige von ihnen fordern einen strengen islamischen Gottesstaat. Die arabischen Regime reagierten unterschiedlich, aber nirgendwo kamen die Islamisten an die Macht. Man hat sich ihnen zum Teil angenähert, wie etwa in Ägypten, um die soziale Anziehungskraft der islamistischen Bewegung zu unterlaufen. Dem Westen macht diese Entwicklung Angst. Bis heute tut er sich schwer, zwischen Islam als Religion und Islamismus als politischer Ideologie zu unterscheiden. Wir wollen eine islamische Gesellschaft im Sinne von Werte und kulturelle Erbe. Und deswegen war die Schwierigkeit, immer da zu sein, Islam ja, aber diese extremistische Militante nein. November 1977. Die arabische Welt ist geschockt. Der ägyptische Präsident Sadat besucht als erster arabischer Führer sein Nachbarland Israel, den Erzfeind der Araber. Sadats Besuch und sein Auftritt in der Knesset, dem Parlament in Jerusalem, gilt vielen Arabern als Verrat. Nach dem ägyptisch-israelischen Friedensvertrag von 1979 wird Ägypten sogar aus der Arabischen Liga ausgeschlossen. Für die Islamisten wird Sadat zum Feindbild. Zur selben Zeit in Iran, einem nicht-arabischen Land, nach monatelangen Unruhen stürzt das Volk den Schah. In der arabischen Welt hat die Tatsache, dass ein islamisches Volk sein Schicksal selbst in die Hand nimmt, Signalwirkung.
Im Februar 1979 kehrt der geistliche Führer Ayatollah Khomeini aus seinem Exil nach Iran zurück und beginnt, einen islamischen Staat zu errichten. Man wurde sehr schnell nüchtern. Vor allem die Intellektuellen haben eingesehen, hier ist keine neue Bewegung, hier ist keine neue Welt. Die islamische Utopie nach Khomeini ist nicht anders als die Despotie, die wir seit vielen, vielen Jahren kennen. Ägyptens Präsident Sadat hat die Islamisten zu Beginn seiner Amtszeit sogar unterstützt. Nun fällt er ihnen selbst zum Opfer. Bei einer Militärparade im Oktober 1981 eröffnen mehrere Terroristen das Feuer auf den Präsidenten. Durch den Frieden mit Israel hat er in ihren Augen die arabische Sache verraten. Sadat ist sofort tot. Der Westen fühlt sich in vielen Vorurteilen gegenüber den Arabern bestätigt. Es hieß immer, ihr Muslime seid gewalttätig. Und dann kamen die alten Argumente alle, die ja wir kennen seit dem 12. Jahrhundert. Islam ist eine aggressive, mit dem Schwert und militante Religion von Natur aus und so weiter. Und die Leute waren in die Annahme, das ist eine Frage von Wochen und Ägypten und alle anderen Länder werden eine zweite Iran. Die Attentäter Sadats werden zum Tode verurteilt. Auch in anderen arabischen Ländern gehen die Regierungen hart gegen islamistische Gruppen vor. Dennoch kommt es in den Folgejahren immer wieder zu Anschlägen. In den 80er Jahren schließen sich viele arabische Islamisten dem afghanischen Widerstand an. Finanziert von Saudi-Arabien und den USA kämpfen sie gegen die sowjetische Besatzung. Hier sind die Islamisten Verbündete des Westens. Bis zum Ende des Kalten Krieges. Wir haben jetzt die Gelegenheit, eine völlig neue internationale Ordnung zu errichten. A whole new international order. August 1990. Saddam Hussein hat Kuwait annektiert. Ich sah, wie die irakischen Soldaten die Babys aus den Brutkästen rissen und auf den kalten Boden warfen, sagt Nayera, angeblich eine kuwaitische Krankenschwester. Die Geschichte ist frei erfunden, aber perfekt inszeniert. Das ist horrifying. Nichts ist so grausam wie Kindermord. Der Kongress weint. Und so ist der Krieg gegen den Irak bald beschlossene Sache. Es geht aber nicht um Babys, sondern um Erdöl. Seit der ersten Ölkrise 1973 liegen die Pläne zur Neuordnung des Nahen Ostens bereit. Jetzt ist der politische Wille da, sie umzusetzen. Saddam wird von seinen alten Freunden geschlagen, aber noch nicht vernichtet. Die Neuordnung wird verschoben. In Afghanistan werden die islamistischen Guerillakämpfer jahrelang vom Westen wie Freiheitshelden gefeiert. Im September 1996 ziehen die Taliban siegreich in Kabul ein, um ihren islamischen Gottesstaat zu errichten, mit Duldung des Westens. In Kabul bricht jede Form von Normalität zusammen, alles, was man Zivilisation nennen könnte. Die Normalität schafft es nie bis in die Nachrichtensendungen, aber es gibt sie, auch in der arabischen Welt. Das eigentliche Leben der Menschen jenseits der großen Konflikte. Etwas hat sich verändert. Der Westen hat begonnen, seine eigene Lebensform als universell verbindlich durchzusetzen. Und so wird der Islam, wenn er sich dem widersetzt, zur Herausforderung, zur Antithese. Der einzelne Mensch in Kairo oder Algier hat bei alledem wenig mitzureden. Algerien 1991.